Willkommen zurück. Ja, wir müssen erstmal schnell Elaine befreien, bevor es dann weitergeht. Oh nein, Seehäschen! Was ist geschehen? McGillicuddy, in einem Moment der Unaufmerksamkeit hat er mir eine übergezogen und Häuptling Beluga entführt. Ich habe einen Plan zu dessen Rettung erarbeitet, aber dann fiel aus heiterem Himmel ein Stück einer Meermensch-Statue auf mich und jetzt stecke ich fest! Ich habe dich! Also gut, schleichen wir zu meinem Schiff hinaus und dann segeln wir da raus. Richtig, dein Schiff? Das ist perfekt. Ich benötige noch ein Schiff für meinen Plan. Oh, und wir gehen noch nicht von hier weg. Aber... Okay, hör mir genau zu. Jede Blockade hat auch ihre Schwachpunkte. Wir arbeiten mit der klassischen Zwei-Punkt-Strategie. Ablenken und aufschließen, um das auszunutzen. Zwei Funkenallergie abkleben und aufgießen. Verstanden. Ich hole mein Schiff aus dem Versteck und sorge im Osten für eine Ablenkung. Deine Aufgabe ist es, zum Strand von Spoon Isle zu gehen und sie im Westen abzulenken. Wie stelle ich das an? Am Strand steht eine Kanone. Ständiges Feuern müsste sie so sehr beschäftigen, dass ein anderer unbemerkt durchschlüpfen kann. Wer ist da noch dabei? Du musst für mich LeChuck über seine Rolle informieren. Er muss sich durch die Schwachstelle der Blockade schleichen, sobald sie durch dich und mich abgelenkt sind. Danach dein Schiff übernehmen, zu McGillicuddys Flaggschiff fahren, es versenken und Beluga retten. Ehrlich gesagt sollte ich derjenige sein, der dorthin segelt und die Heldentaten des Versenkens und des Rettens des Meermenschkönigs vollbringt. Der Königin, was auch immer. Oh mein Schatz, ich wünschte, du könntest das. Aber die Pocken haben McGillicuddy vollständig befallen. Mit ihm ist nicht mehr zu spaßen. Aber es ist doch mein Schiff. Ich sagte, hör mit dem Gejammer auf und steh dein Mann um Blackbeards Willen. Ich bin hier fürs Plan zuständig, Schönling. Übel. Schau bloß nicht hin, aber du könntest dich ein wenig mit den Pocken angesteckt haben. Es sei denn, du bestehst auf ein passendes Gegenstück zu deiner Hakenhand. Ansonsten empfehle ich dir, das zu tun, was ich sage. Ja, meine Liebe. Hoppla. Ich muss los, Liebster. Geh und finde LeChuck und erzähl ihm von unserem Plan. Hey, LeChuck. Elaine sagt, du sollst herausfinden, wie viele Kanonenkugeln du in deinen beknackten... Ich kann dich hören. Ja, Liebling. Okay. Ja, gut. Dann... Ach ja, stopp. Bevor wir zu LeChuck gehen und da weiterhelfen, nehmen wir es mit dem Eimer. Und benutzen den mit den glühenden Kohlen. Das brauchen wir nämlich gleich noch. So, jetzt werden sie nicht mehr alles in meinen Taschen ansehen. Ja, zurück zu Spoon Island, zu LeChuck. Und ja, wir berichten ihm erstmal von dem Plan. Ja, hier sehen wir auch die Seeblockade oben und unten. Die zwei Piraten wurden wohl endlich abgeholt. Ich vermisse diese Typen. Vielleicht kann ich ihnen für die Feiertage einen Obstkorb schicken. Ja, dann haben sie wenigstens mal was zu essen. So, dann hoffe ich mal, dass ich den Weg so direkt finde. Ich habe das jetzt eine ganze Zeit nicht mehr gespielt. Jetzt mal schauen, ich meine, es wäre... Nein, hier oben her gewesen, genau. Los, gib uns die goldene Meeresschildkröte. Wir haben gesehen, wie du sie aus dem Altar gebrochen hast. Ihr müsst sie aus meiner kalten, toten Hand brechen. LeChuck? Guybrush, hau ab! Diese Typen denken, dass ich das Artefakt noch habe und sie sind bereit zu töten, um es zurückzubekommen. Okay, aber Elaine will, dass ich dir was sage. Das wird warten müssen, Guybrush. Ich glaube nicht, dass mich diese Typen gehen lassen, ohne dass ich ihnen erst das Artefakt gebe. Okay, das heißt, wir müssen denen das Artefakt geben oder zumindest eine Kopie davon. Wir belassen es, glaube ich, bei der Kopie. Dann machen wir doch mal ein Artefakt. Hier haben wir einen schönen Grill. Mehr Ruinen der Vekalianer. Das sieht wie eine Art alter Ofen aus. Ja, oder alter Ofen. Vielleicht ein Grill? Oder ein Grill. Den müssen wir natürlich nur in Betrieb nehmen. Dazu benutzen wir die... Dazu benutzen wir die Kohlen. Nun, sie sind da drin, aber sie sind nicht heiß genug, um etwas zu machen. Richtig, jetzt brauchen wir eigentlich nur hier so ein Drehrad für. Ja, das habe ich leider eben vergessen. Das heißt, wir müssen noch einmal zurück zum Dschungeleingang und uns das nochmal nachholen. So, das ist nämlich die Whirlpool-Steuerung der Königin. Das
mache ich jetzt nochmal ganz schnell das holen. Zurück zum Spinner Key. Und nach oben, wo die Königin war. Ja, und hier ist auch schon die Whirlpool-Steuerung. Ich nehme ein ganz klein wenig die Heizung auf. Mitnehmen. Oh oh. Was niemand weiß, macht niemand heiß. Ja, in der Tat. Okay, und zurück zu Spoon Island. Und wieder in den Dschungel. So, jetzt müssen wir nur noch die Whirlpool-Steuerung einmal anbringen. Hey, passt perfekt. Und alle haben gesagt, dass der Kurs in Klimaanlagen und Heiztechnik in der Piratenabendschule mir nie was bringen würde. So, und einmal benutzen das Ganze. Hoppla, das ist mal ein Grill. Und der Grill oder Ofen funktioniert nun. Und tja, jetzt müssen wir uns leider von unserem kleinen Papagei verabschieden. Zunächst zumindest erstmal. Tut mir leid, Kleiner. Dein Glück ist es, dass du nicht wirklich lebendig bist. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Nun, das ist ein wenig verwirrend. Leicht schmelzend. Autsch, heiß. Okay, ja, was machen wir damit? Ja, ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen das nur in die Form tun, also sprich in die Schildkrötenform. Das Problem ist nur, wenn man es direkt in die Schildkrötenform einfüllt, das ist nicht möglich, da es vorher schon hart geworden ist. Man muss es extra die Klippe runterschütten. Sonst ist es halt nicht mehr flüssig. So, schütten wir einmal rüber. Über den Rand mit dir! Genau ins Schwarze! So, und zurück. Okay, der Weg ist minimal länger als der obrige. Vielleicht ist deswegen einfach hart geworden. Ja, nun müssen wir es nur noch einmal lösen. Hey, nicht schlecht. Damit sollte man wenigstens ein einsichtsloses Piratenauge täuschen können. Das wird wohl klappen. Noch ein bisschen weiter. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade so ein bisschen im Dschungel verlaufen. In der Tat, da gehen wir noch einmal zurück an den Eingang zum Dschungel und weiter zu Lichak. Ja, jetzt lenken wir die Piraten mal mit dem falschen Artefakt ab. So, falsches Schildkrötenartefakt. Benutzen wir jetzt mal mit Lichak. Schauen, was passiert. Hey Jungs, seht nur! Er hat das Beschwörungsartefakt bei sich! Er hat recht! Schnappt es euch, Männer! Lass mich, ich pack ihn! Nie und nimmer! Gib schon her! Ich hab sie! Autsch! Drückt sie runter! Ich nehme es mit euch allen auf! Ich hab's! Oh, das sieht schmerzhaft aus. Ja! Ja! Ja!
Ich weiß nicht, was passiert ist. Früher habe ich ganze Armeen besiegt, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber jetzt nehmen wir ein paar geisterleitende Piraten das Artefakt ab. Ach, sei nicht so hart mit dir, LeChuck. Das haben diese Jungs gar nicht schlecht gemacht. Außerdem war das Schildkrötenartefakt, das sie genommen haben, eine Fälschung. Ich habe das Echte in Sicherheit. Echt schlau, mein Freund. Wo hast du denn gelernt, so zu tricksen? Das? Ach, das mache ich doch schon seit Jahren. Wenn man es genau nimmt, bin ich berühmt für so etwas. Darauf kannst du wetten, Junge. Also, du hast erwähnt, du sollst mir von Elaine was ausrichten? Genau. Elaine sagte mir, dass sie will, dass du zum Strand gehst und die Kanone benutzt, um für eine Ablenkung der Blockade zu sorgen, während ich ablege und den Meermenschanführer rette. Echt? Bist du sicher, dass sie das gesagt hat? Völlig sicher. Wir sind doch jetzt Kumpel, oder? Ich würde dich nicht anlügen. Ha! Da hast du wohl recht, Guybrush. Ich gehe sofort los. Viel Glück, mein Freund. Blöd, Mann. Gut. Damit haben wir jetzt auch die Ablenkung, die wir brauchen. Beziehungsweise, dass LeChuck die Kanone benutzt. Und wir können gleich unbemerkt in der Blockade vorbeifahren. Finden wir nochmal das Floß. Versuchen es ganz einfach an der südlichsten Stelle. Hier könnte ich mich durch die Blockade schleichen. Man kann es auch an den anderen Stellen versuchen, es funktioniert aber nicht. Mal sehen, ob ihr damit klarkommt, Jungs. Sie schießen auf mich. Warum schießen sie nur auf mich? Aha, das muss die Schwachstelle der Blockade sein. Jetzt muss ich nur noch ganz leise hindurchsegeln und... Sieh an, wenn das nicht der kleine Pirat mit dem schicken Mantel ist, der so stark nach Schinkenspeck riecht. Ist das so? Hey, wer schießt denn da auf mich? Hisst eure Fahne, ihr räudigen Seebären. Von euch hat auch keiner den Mumm herzusegeln, um sich mir zu stellen. Elaine! Dein Glück, dass ich hier mitten in dieser Blockade stecke, du neckisches Weibsstück. Sonst würde ich mit meinem Schiff glatt über dich hinwegsegeln. Okay, jetzt müssen wir einfach nur zu Screaming Now segeln. Haha, bis bald, ihr Trottel. War nett, sich mit euch zu unterhalten, aber ich muss jetzt einen Meermenschanführer retten. Und die Blockade ist durchbrochen. Wo ist er hin? Hast du ihn durchgelassen? Ich? Solltest du es nicht bemerkt haben, ich habe hier drüben viel zu tun. Blind auf eine weit entfernt liegende Insel zu ballern, würde ich nicht gerade als sehr beschäftigt bezeichnen, du wehleidiger Kartoffelschaber. Schön, Sie wiederzusehen, Captain Streetwood. Ich wusste, dass Sie es an der Blockade vorbeischaffen werden. Sicher haben Sie eine wundersame Geschichte über Ihr Abenteuer zu berichten. Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Mr. Winslow, aber wir haben keine Zeit für Geschichten. Wir müssen McGillicuddy schnappen und den Meermenschanführer retten. Fantastisch, Sir. Zeigen Sie nur auf den Ort auf der Karte und los geht es. Ja, genau das werden wir jetzt auch tun. Zumindest auf den Ort der Karte zeigen. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow! Und zwar müssen wir nochmal nach Riddling Island fahren. Allerdings machen wir das erst im nächsten Let's Play.